Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt hier auf dem Kanal. Wir schauen uns Indica an, ein etwas schräges Spiel, das ich per Zufall gefunden habe, mir ein Review dazu angesehen habe und dachte, ja, das spiele ich, das klingt interessant. Die Story ist ein bisschen WTF. Eigentlich ist das ganze Spiel ein bisschen WTF. Um PC Games zu zitieren, das Spiel ist ein WTF-Generator von den Sachen, die wir da sehen werden. Und die Story ist irgendwie so, ich lese mal kurz vor. Indica ist ein Spiel aus der Schulterperspektive, bei dem die Story im Vordergrund steht. Es spielt in einer seltsamen Welt, in der religiöse Visionen auf die harte Realität treffen und erzählt die Geschichte einer jungen Nonne, die sich mit einer höchst ungewöhnlichen gehörnten Begleiter auf eine Reise zur Selbstfindung begibt. Ja, das Ganze, also wir spielen quasi die Nonne mit dem Namen Indica und das ist in einem alternativen Russland. Und ja, es werden auch immer wieder mal die Artstyles wechseln. Also, ich habe es ein bisschen angespielt schon. Es hat da schon... Ach, wisst ihr was? Wir fangen einfach mal an. Neues Spiel. Ja, annehmen. Los geht's. Ja, zum Beispiel, jetzt haben wir hier diese Pixelart auf einmal. There's a basket for Smaragda in the warehouse. She's waiting. Bringe einen Eimer mit Gemüse aus dem Lagerhaus zur Schwester Smaragda, eben Speisesaft. Plus 30 Punkte. Annehmen. Okay, und jetzt sind wir wieder in dieser Ansicht. What does it mean to be truly righteous? To never succumb to temptation or to take a vow of chastity despite constant temptation. Our heroine did not know the answer to this question and preferred never to dwell on it. If it were up to her, she would have chosen the quiet life of a nun. However, destiny had something different in store for her. Okay, also wir können uns einfach mal nächste Ansicht. Okay. Ja, gut. Also das ist übrigens unser Begleiter. Ich glaube, der wird sich dann schon noch irgendwie vorstellen. Der ist Erzähler und spricht auch mit ihr dann direkt, wenn ich das im Review richtig gesehen habe. Das ist eine große Dampfmaschine hier. Sorry. Maybe I can help. You're the last person I need right now. Get lost. Sorry. Jetzt nicht mehr, oder wie? Moment, jetzt erstmal das hier angucken. Also, Benutzerhandbuch für eine hydraulische Dampfmaschine. Im Falle der Motorabschaltung ist das Verschlussventil 4 zu öffnen und der Dampf abzulassen. Was den Betriebsdruck der Hauptkammer angeht, gelten die folgenden Werte. 4,5 bis 5 für allgemeines Fasten. 5 bis 6 für die Fastenzeit. 6 bis 7 für die 12 Hauptfeste. Anderweitige Feste an anderen Tagen. Ich würde mal sagen 5,5. Ventil 4. Okay. Ja? Warum kann ich da nichts machen? Muss sie da weggehen? Sag mal, kannst du da nochmal weggehen? Hm.
Ja. Ansonsten gehen wir einfach mal weiter. Unser Objective ist eh da hinten. Und gemäß PC Games in ihrem Review steht drin, dass die Punkte, die wir da kriegen, total nutzlos sind. Und das Spiel es dann auch irgendwann sagt, das ist total sinnlos. Aber man kann sie sammeln. Das ist auch so ein WTF-Moment. Irgendwie flüchten die alle vor uns. Jo, das sieht sehr sicher aus. Da steht auch jemand. Okay. Boah, ich komme da nicht rauf. Ach doch. Oh. Hey, where are you going? Hey, stop. I'm sorry. I'm sorry. It. I don't really know how to... Forgive me. Ach, die ist das da an einmal. I should go. Sorry. Ja, kriegst du schon hin, ne? Ich geh doch mal wieder. Oh, Mann. Ja, und natürlich sollen hier Horroraspekte mit dabei sein. Ich meine, das ist der Teufel, der uns hier begleitet. Aber wie krass der Sinn, kann ich noch nicht einschätzen. Aber es hat eh auch nicht den Fokus auf Horror, sondern mehr um das Storytelling und eben diese WTF-Momente. So wie ernst als auch witzig das Spiel. Machen wir da eigentlich einen Abdruck? Oh ja, Tatsache. So, hier rein. Es könnte noch sein, dass ich auf YouTube hier das Bild noch ein bisschen nachbearbeite, das ist allgemein. Das Spiel ist ein bisschen dunkel. Stasha, do you have something prepared for Smaragda? It's cold today, isn't it? Oh, potato. Thank you. Thank you. Alter, sie wird voll ausgegrenzt. The sisters loved Indica. Christian love is known to be patient, merciful and faithful. However, in a lowly human sense, they didn't love her that much. To be completely honest, they didn't love her at all. Many of them felt nothing but disgust for her. Indica, however, was not to blame. Were it not for the voice that was inculcating ideas in her, unforgivable for a Christian, she would have been a virtuous and rather mediocre nun. Indica's biggest dream was for that voice to leave her alone once and for all. Her entire life became a struggle, a painful resistance. No matter how hard she tried, no matter how much she tortured herself, the voice grew louder and more convincing every day. Ich frage mich, ob sie das so auch hört. Im gleichen Stil, wie wir das hören. Aber sie ist schon ein bisschen arm. Was machen? Nö. Das ist vermutlich das Feuer da für die Dampfmaschine. So. Was haben wir denn hier? Reliquar, birgt ein Bruchstück der Überreste des heiligen Balaam von Ägypten, berühmt für den vorzüglichen Duft des Heiligen, hilft bei Magenverstimmung, Magen-Darm-Beschwerden und Krankheiten der Organe des Beckenraums. Aha. Gibt extra Punkte? Soll ich da rein? Es ist halt, es ist super dunkel. Okay.
Okay. Schlafraum. Jo, hat ein, zwei Bilder hier. Gibt es jetzt auch Punkte? Okay. Levelaufstieg. Aktuell. Ich bin Level 8. Okay. Demut 4. Du hättest die Chance, dir jetzt 12, was auch immer, zu verdienen. Immer wenn du Punkte hast, bekommst du die Chance auf einen Multiplikator von 1,46. Ich mach mal das da. Okay. Aber wie gesagt, die Punkte sind angeblich für gar nichts. Wenn wir die Tür zumachen. Nö, nö. Sieht ein bisschen schief aus, das Haus hier. Da würde ich vielleicht mal mit den Architekten sprechen. Söderle. Kartoffeln da unten hin. Oder Erdäpfel. Je nachdem. Da. Moin sehen. Yay. Mehr Punkte. Füll das Fass mit Wasser. 100 Punkte. Ist da. Okay. Das könnte mit dem Eimer aber ein bisschen dauern, bis das voll ist. Na, kannst du eigentlich sprinten? Nee, ne? So. Eimer, Eimer. Wie heißt die? Einmal runter. Oh. Muss da wirklich mit WSD so die Drehbewegung nachmachen. Okay. Also in die andere Richtung. Boah. Muss ich ja hier nur wirklich arbeiten. Ja, gut. Also seid versichert, das ist kein Non-Simulator hier. Das ist irgendwie auch mal interessant, aber das wäre mir ein bisschen zu langweilig. Es wird hier noch abgedreht. Aber das Spiel bestraft dann auch irgendwie. Also auf so indirekte Art und Weise. Wie zum Beispiel damit jetzt. Ich darf das insgesamt 5 Mal jetzt machen. Schön wiederholen, nicht mit skippen oder so. Darf das jetzt schön tun. Und gemäß Review kommen solche Sachen aber nie 2-mal vor. Also, Zitat, das Spiel macht Sachen nur so lange, wie es Spaß macht. Also, ja. Das ist jetzt ein bisschen eine Fingerübung. So, sind wir unten. So. Ah, ich kann das auch viel langsamer machen. Mit Tasten her. Ja, ich würde ja den zweiten Eimer irgendwie mitnehmen, wenn es geht. Useless labor is the basis of spiritual development. Obedience is above fasting or prayers. Indica didn't understand why she needed to retrieve the water from the well if there was a pump next door that took it from a sacred spring.
She didn't understand why drinking from the spring was allowed, but cooking soup was a sin. The well was only about 15 meters away from the spring. It was not possible to have any other water there. Even a tenth of it is the same. They say, on Epiphany, even a drop of holy water blesses an entire canister. If that were true, a couple of evaporated drops from the spring would bless the puddles beneath her. Wow, das ist aber schon ein bisschen gemein. Also ich würde mal sagen, das ist Strafarbeit für sie, wenn die da hinten eine Pumpe haben. Alter. Na gut, gleich haben wir es geschafft. Beziehungsweise eventuell werde ich das mal im Video dann hier ein bisschen beschleunigen. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ich hätte gerne einen zweiten Eimer. Männer. Hey, noch zweimal. Ja, wenigstens sonst ein bisschen Musik. Ja, und sonst so. Oft geht euch gut. Ich muss bei dem Spiel aufpassen. Da habe ich das mit dem Fokusverlust auch immer wieder. Ah, also irgendwie das mit dem Brunnen geht jetzt schneller. Will ich mir zumindest sein. Na komm. Doch, komm, Sprint. Lauf. Der einzige es gibt schon ein paar Negativrezessionen, aber da wird dann vor allem bemängelt, dass wohl die Minispiele, die dann irgendwann kommen, teilweise bockschwer sind. Auf das freue ich mich dann schon. Und es wird sich dann auch gewünscht, dass man sich da diese Minispiele irgendwie überspringen kann. Aber andererseits, die Devs sagen, in diesen Minispielen oder wenn dieser Artstyle so sich verändert, dann wird wohl irgendwie die Vergangenheit von ihr erzählt. Und man soll dann so zwischen den Zeilen quasi gucken, um das Spiel dann, oder zumindest die Story irgendwie zu verstehen. Okay, das letzte Mal. Gut. Ich will mal hoffen, das hat sich dann gelöhnt. Wir können was anderes machen. You haven't eaten even 10 of them. With God's help, we'll make it to spring. No way. Sisters won't eat after her. Mother, the sign of the cross saved from the plague. Was? God forgive me. Was Good. Zum... Smaragda, don't tempt me. I'm sending Evdokia to you. Don't let this one into the refectory. Alter. Wiedergott. Jetzt wird auch der Spieler so indirekt mitbestraft. Oh,
give thee no kiss akin to Judas, but as an outlaw shall I confess thee. Remember me, O Lord, in thy kingdom. May my communion of thy immaculate mysteries, O Lord, not be judged or condemned, but heal the body and soul. Hm? Servant of God, Seraphim. Was zum... Was war das denn jetzt? Servant of God Indica shall now take communion with the body and blood of our Lord and God and Savior Jesus Christ. Was zum... Viele Jahre hast du mit ihnen Geduld gehabt, hast sie gewarnt durch deinen Geist, doch sie hört nicht. Da gabst du sie in das der Hand von Völker der Länder, Nemea 9.3. Okay. What's in it? It is forbidden to leave the convent without a blessing. Despite her requests, Indica had not been blessed to leave for a full year. When she was tasked with delivering the letter, it took her completely by surprise. Even though she did not know the contents of that letter, she could not shake the feeling that it would play an extremely important, perhaps critical, role in her life. Es ist schon cool gemacht, so von den Szenen her. What is in it? What's in it? Also nur so als Background-Info, das war ursprünglich ein russisches Entwicklerstudio, die sind dann geflüchtet und haben das jetzt dann fertig gemacht. What's in it? Okay, wir bringen die Briefe für Pater Hermanns ins Kloster Danico. 100 Punkte. Okay. Und wo weiß ich, wo das Kloster ist? Ach ja, und das bezüglich Ruckeln ist auch bekannt. Shader precompilen hat das Spiel leider nicht. Okay, jetzt kann ich rennen. Würde man sagen, da lang. Oh, da. Ach, hier geht's runter. Also ich habe keine Ahnung, ich... Bis zu dem Brunnen habe ich halt gespielt gehabt. Und das ist jetzt alles neu. Okay. Kann man da mit dem Haus vielleicht was machen? For the sake of the prayers of all the saints, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us. Tisha, I need to go to the other side. Oh, also. Georgie, pirate, be quiet. The animals feel the unholiness. They're just happy to see me. Tisha, I'm sorry. The animals feel the unholiness. I brought you some apples, or lovka, your favorite. Tisha, I must hurry to the train. Was für ein Arsch! What have you done? Steps are all wet. The
Slip and fall again. Don't worry, Tichon. I understand. Forgive me, for Christ's sake. Wow. Dass er das so lange ausgehalten hat. Ja, und jetzt? Oh. I see. What a pity. Und dann ist Kommentar dazu. Okay, wenigstens bin ich wieder hier. Ja, ach so, da ist ein Schalter. Kommt das jetzt auch wieder? Nee. Komm mal wieder zurück. Das hat so ein bisschen Steampunk-Vibes hier, ne? Ah, I see. Ich muss dann auf der Seite über dem Steg da so rauf sprinten. So, komm. Ey, das geht sich ja nie aus. Ah. Und dich kann ich ja auch nicht langsamer machen. Da drüber kann ich nicht. Und wenn es zurückgeht, dann bleibt es wie mal kurz hängen. So, lauf. Hey! Das geht nicht! Warte mal, wenn es hängen bleibt, kann ich dann... Nee. Kann ich auf das Teil rauf? Okay, ich kann das Ding da anmachen. Nee, Moment, bleib mal da. Habe ich sowas wie ein Inventar? Probier gerade ein paar Tasten aus. Und es scheint nicht so. Das Ding macht halt immer so einen Raketenstart. Ah, nee, Moment. Wenn es hängen bleibt, dann irgendwie rauf und versuchen drüber zu gehen. Bitte lass es das sein. Okay, das war die Lösung. Ah, oh, da hätte ich ja früher drauf kommen können. Ja, ich so ein Rätsel. Ah. Das... Damn, Tichon has the key. Oh, what an imbecile. Indica loved Tichon. Imbecile was a medical diagnosis, so she was just using the word literally. In any case, Tichon couldn't hear her. Hypocrisy isn't really a virtue, is it? Okay.
jetzt hier nach unten oder wie? Okay, da würde ich nicht runterfallen. Und ich... Auf, runter. It was as if the convent didn't want to let her go. Even though she knew there was no place closer to God, she yearned to leave it, at least for a short time. Not true. Oh, sie hört es. Oh, was zum... I think deep inside she hated her monastic cell. Smaragda's tasteless cabbage soup, the smell of rotting old women that even incense could not cover. Half of the sisters couldn't even read. Even if the abbess was literate, she used that skill, just like her. The Eaton was wounded, so have I also fallen through my sins, and my soul is wounded. To whom shall I flee for healing, if not to thee, the compassionate Samaritan? Okay, jedes Mal, wenn ich aufhöre, das ist ja meine schräge Mechanik. Potatoes, the never-ending advice and lectures, the humility, the fear of God, signing the cross over her mouth after every yawn, before entering the temple, after crying, after leaving the temple, after entering the refectory, praying before... Above thou dost raise up the paralytic, O Lord God, by thy godlike care and might, raise up my soul, which is palsied by devil. Sisters choir. Sehr schräg, aber irgendwie geil. Signing the cross, fasting, apologizing, pretending to be interested in the lives of the saints, apologizing, repenting, praying, apologizing. Okay. Was haben wir hier? Klapp-Ikone, lass deine Gemeinde deine Segen zuteil werden, gewähre deinem Haus Frieden. Okay. Extra Punkte. Sehr schräg. Verschwende nicht deine Zeit mit dem Sammeln von Punkten. Es ist sinnlos. Okay, hier ist es. Oh Mann. Okay, ich habe gerade eine Warnung bekommen, dass mein Code überlastet war. Aber das war nur beim Laden. Ich hoffe, es ist alles okay. Oh, Performance. Sag mal, wie konnten... Ach, anyway. Ja, okay, das mit dem Shader compilen, also pre-compilen, ist ein bisschen meh. Vor allem hier. Oh. Fuck. I'm sorry. Jesus Christ, what are you doing here? You. The cloisters is here! The nun is fine. The conventual is here! The nun. Listen, you're lucky to bump into me. I keep missing and I'm not good at this. Oh, wow. What? Go. Get out of here. What? Who's there? Ja, ich glaube, der Zug fährt nicht mehr. You're lucky to bump into him. He's not a great shot. Yes.
sorry. I can help if you let me. I don't think it can be helped. His nobleness has decided to listen to the visitation one last time. So let him listen. Don't interrupt. Ah. Excuse me, what happened here? Have you heard the joke about a crowbar and a train toilet? So, there was this train with a bunch of convicts. They put a spring between two carriages while the train was moving. Tried to plan an escape, I guess. How many died? Mostly fugitives. Many of them were shot. Have I had to care for the sick? Me? Of course. We often have to. Then come with us to the station. All the wounded are there. Okay. Ja. Also muss ich jetzt hier lang, oder wie? Geht die jetzt wirklich unter? Ja, sinkt wirklich. So ein bisschen. Okay, Well done, Doctor. He says the wounded are waiting at the station and then injects a corpse with morphine. Maybe out of respect for his dying wish, or for the size of his epaulets. Okay. Ach, da lang. Okay. Taschenlampe, danke. Das ist ein schräges Haus. Vor allem, warum steht es auf dem Kopf? Okay. Ich glaube, bei dem Spiel sollte man vielleicht nicht allzu viele Fragen stellen. Aha. Ich würde mal sagen, der Safe muss noch da nach da hinten. Linke Maustaste. Eis. Hä? Moment. Mal, wenn das jetzt hier so oben ist, kann ich dann da unten rein? Ist ja noch so irgendwie. Sag mal. Hier kann ich. Ah. Wo? Ach so. Warte mal. Das Ding kann ich nicht verschieben. Das heißt, der Kollege da oben, der müsste dann die Ecke da links rein. Weil ein Haus ja sowas mitmacht. Achso, da entlang. Okay. Es ist, glaube ich, nicht der geilste Ort, um hier ein Dorf zu bauen. Oh, was kann ich da machen? Extra Punkte für gar nichts. Husband,
Husband. I guess he was loved. No. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.